Moin Leute, hier ist der Michel. Willkommen bei P1 TV. Willkommen zu einem kleinen neuen Projekt auf meinem Kanal. Forza Motorsport 6 Apex. Ja, für Windows 10, für den PC, die Beta ja schon vor einiger Zeit erschienen. Und ich nehme das Ganze hier als Snack mal mit, denn ich glaube, das durchzuspielen geht relativ fix. Ich finde es vom System her ganz motivierend gemacht. Wir hatten ja auch schon einige Folgen Forza Motorsport 6 auf dem Channel, was ja relativ inhaltsgleich ist. Wir haben hier einen gewissen Anteil von Autos, einen gewissen Anteil von Strecken. Bei weitem nicht alles vom Umfang her wie bei Forza Motorsport 6 auf der Xbox One, aber ja, ich nehme das Ganze hier mal auch als Testlauf, um mal zu schauen, wie es auf dem PC so läuft. Mein System nicht mehr das allerneueste, aber jetzt genießen wir erstmal kurz das Intro von Forza Motorsport 6 Apex. Is it to prove how fast we are? How far we can go? Do we race to find our place? To test our beliefs. To be part of something greater. To face fear. To know sacrifice. To grow stronger. To become immortal. In truth, there is no simple answer to why we race. There is only the fact that we always will. So, wir sind in Rio de Janeiro. Welcome to the Circuito de Rio, a course that takes drivers from the shores of Copacabana Beach to the vistas of Corcovado Mountain. I'm here to give you your first look and first drive of the spectacular 2017 Ford GT on the colorful streets of Brazil's marvelous city. Ja, herzlich willkommen damit nochmal. Also, das ist irgendwo schon ein Meilenstein in der Rennspielgeschichte, denn das ist der erste Schritt von Forza auf eine andere Plattform, auf den PC, nachdem Forza Motorsport und auch Forza Horizon viele Jahre nur für die Xbox gab. Hat Microsoft sich ja nun dazu entschlossen, die ganze Xbox-Plattform beziehungsweise ja auch die Xbox-Games zum größten Teil auf dem PC mit abzubilden. Da gab es jetzt schon den ersten Titel, ich glaube Quantum Break war das. Und jetzt eben auch bald Forza Horizon 3, das steht ja in den Startlöchern. Wir werden es erstmals in 2 Wochen auf der Gamescom auch anspielen, da werde ich euch auch Material mitbringen. Ja, und ich nehme es einfach mal so ein bisschen, wie gesagt, als kleine Einstimmung. Ich habe da gerade Lust drauf. Ich habe es jetzt auf dem anderen Account schon mal, ja, sag ich mal, zur Hälfte, glaube ich, ungefähr gespielt. Hab damit sehr viel Spaß und hab gedacht, warum nicht einfach ein kleines Projekt draus machen. Aber wie gesagt, ist halt schon irgendwo ein Meilenstein in der Rennspiele-History. Und deswegen passt es auch einfach gut nochmal auf den Channel. Ja, da es keine Lenkradunterstützung gibt, werde ich das jetzt auch mit dem Gamepad zocken. Außer Third Person, damit wir ein bisschen was von den Autos sehen, von den Strecken. Denn, ja, die Grafik ist natürlich fantastisch. Das Ganze läuft unter DirectX 12. Die neue Grafikschnittstelle von Microsoft. Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten tatsächlich gehabt, eine Aufnahmemethode zu finden. Ich bin jetzt mit dem OBS-Broadcaster ganz zufrieden. Der muss man einfach die Bildschirmaufnahme machen. Also der nimmt jetzt nicht direkt das Programm an sich auf, sondern einfach den Bildschirm. Der wird einfach abgecaptured. Deswegen kann es sein, dass es zwischendurch mal nicht ganz so sauber läuft. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze aussehen wird. Ich habe es soweit verlustfrei eingestellt. Deswegen sollte es von der Qualität und von der Framerate her eigentlich passen. Wir werden gleich auch noch sehen, was wir für Möglichkeiten haben, hier auch auf dem PC die Grafik zu konfigurieren. Ja, ich bin momentan auch ein bisschen unentschlossen, ob ich letzten Endes Forza Horizon 3 dann auf dem PC zeige. Ich werde es dann gemeinsam mit der Annie auch zocken. Das ist ja der Vorteil, dass es immer auch auf dem PC erscheint. Brauchen wir hier keine 2 Xbox Ones, sondern können einfach auch zusammen zocken. Entweder einer auf der Xbox One, der andere auf dem PC oder wie auch immer. Oder beide am PC jeweils. Und deswegen, ja, mal schauen. Also, das Gute wird dann ja auch sein, wenn man quasi ein Forza Horizon 3 sich für die Xbox... Oh, der hat sich gerade mal weggeschossen da vorne, der Kollege. Wenn man sich es halt dann quasi einmal kauft, kann man es ja auch auf beiden Plattformen dann quasi nutzen, was ja echt ein guter Vorteil ist. Da kann man dann selber entscheiden, wo läuft jetzt bei mir besser, auf der Xbox One oder auf dem PC. Zumindest wenn man diese beiden Plattformen hat. Ja, vielleicht auch zum Einstieg kurz noch was zu meinem PC-System.
damit ihr euch ungefähr ein Bild machen könnt, wie jetzt die Performance hier bei mir so läuft. Ich habe einen relativ, ja, mittlerweile doch schon 2 Jahre alten Mittelklasse-PC, der also vor 2 Jahren war der Mittelklasse. Zumindest was die Grafikleistung angeht, da habe ich hier eine GTX 780. Also mittlerweile schon 3 Generationen alt. Muss man sich auch mal überlegen. Da steht auf jeden Fall irgendwann jetzt ein Wechsel an demnächst. Ein i7 habe ich drin, der ist sehr gut. Ihnen wurden für das Erfüllen des Ziels Rennpunkte gutgeschrieben. Ja, da haben wir schon mal Rennpunkte. Also, das System an sich läuft hier ein bisschen anders als bei Forza Motorsport 6. Kurz noch den PC zu Ende. Ich habe hier 16 GB RAM. Also vom RAM und vom Prozessor her ist er auf jeden Fall noch auf einem guten Stand. Und Grafikleistung nicht mehr ganz so. Das sind so ein bisschen die Rahmendaten einfach. Ja, also das System läuft hier ganz anders als bei Forza Motorsport 6. Da haben wir nämlich die Credits, ein ganz normales Geldsystem. Haben Sie 3 Medaillen erhalten. Ein Rennen so schnell wie möglich abzuschließen ist eine Möglichkeit, um Rennpunkte zu erhalten. Mehr dazu in Kürze. Genau. Wir sammeln hier eigentlich nur Rennpunkte und schalten mit Medaillen neue Autos frei. Mit Medaillen können Sie neue Autos freischalten und Ihre Fahrerwertung verbessern. Bei jeder Veranstaltung gibt es bis zu 3 Medaillen zu gewinnen. Ja, gut, dass die Tante das alles erzählt, was ich gerade erzähle. Deswegen sage ich lieber mal gar nichts mehr. Gut gemacht. Weiter geht es mit der ersten vollständigen Veranstaltung Ihrer Karriere. Jawohl, also es sieht wirklich bildschön aus. Nochmal deutlich besser als auf der Xbox One, finde ich. Da läuft es auch mit 60 FPS. Hier vor allem im Bereich Kantenglättung nochmal eine Steigerung. Das wirkt alles nochmal viel schärfer, viel knackiger als auf der Xbox One. Selbst mit der relativ betagten Hardware, muss man ja sagen. Ja, wir werden auf jeden Fall über die Autos sprechen, mit denen wir hier fahren. Also wir werden die Autos erleben. Das hier, der streng limitierte Ford GT. Ich stand schon mal davor. Letztes Jahr unter anderem auf der Gamescom war ein Modell ausgestellt. Ein Prototyp, davon wird es nur 500 Stück geben und zu diesem Auto gibt es einen Bewerbungsprozess, einen relativ strengen bevorzugt werden, also Besitzer. Also man muss sich tatsächlich für dieses Auto bewerben, nicht einfach nur kaufen, das Geld auf den Tisch legen bei Ford, sondern du musst dich für dieses Auto wirklich bewerben. Mittlerweile ist dieser Bewerbungsprozess schon relativ fortgeschritten. Es gibt auch einzelne YouTuber, die da natürlich mitgemacht haben, also natürlich sehr große YouTuber. Und einer, der eine Zusage hat, ist ja dieser Schmie, ne, aus England. Burton heißt er, glaube ich, so ein relativ reicher Typ. Einige von euch werden ihn sicherlich kennen. Der hat eine Zusage bekommen. In der Karriere durchlaufen sie 12 Veranstaltungen und jede erzählt eine andere Geschichte über die Leidenschaft für den Motorsport. Vom höllischen Street Racer bis hin zum handgefertigten Exoten sitzen sie bei jeder Veranstaltung hinter dem Steuer einiger der besten Autos der Welt. Ja, so sieht's aus. Also für das jede auch Veranstaltung gibt es spezielle Ziele, einzigartige Herausforderungen und Gelegenheiten, Medaillen zu erringen. Wenn Sie eine Veranstaltung abgeschlossen haben, wird die nächste freigeschaltet. Aber natürlich können Sie die Veranstaltung jederzeit wiederholen, um mehr Punkte oder Medaillen zu erhalten. Wählen Sie jetzt Ihre erste Veranstaltung, um loszulegen. So sieht's aus. Es wird hier eine schöne Rundreise quer durch den Gemüsegarten. Viele verschiedene Autos, viele verschiedene Fahrzeugklassen. Wir haben hier, glaube ich, 6 Strecken insgesamt mit viel, natürlich noch verschiedene Streckenvariationen, Reverse, Clubstrecken und so weiter. Dadurch schon ein bisschen Abwechslung gegeben. Ja, wir werden einfach mal schauen. Wir starten einfach mal bei der Ponycar Sebring-Runde hier, das Roundup bei Tag. Wir müssen Erster werden und 3 gute oder perfekte Überholmanöver einfahren. The Ponycar, an American icon, born in the 1960s to appeal to a younger, more energetic generation. Their sporty lines embody a sense of freedom, independence, style and performance. As sales of pony cars skyrocketed, U.S. automakers began to offer race-ready models, purpose-built to defeat each other's offerings on the racing circuit. With powerful V8 engines under the hood and race-tuned suspensions, these fierce competitors battled it out for the latter half of the decade on circuits across America. Jawohl, V8 Power, Pony Cars, Muscle Cars, das ist hier das erste Rennen. Die Autos aller Veranstaltungen gehören zur Crème de la Crème der Welt des Motorsports. Und obwohl alle Autos innerhalb einer Veranstaltung eine Gemeinsamkeit eint, hat jedes davon seine ganz eigene Persönlichkeit. Wählen Sie das Auto, das Sie am meisten anspricht. Ja, ich muss ja sagen, mein Herz schlägt irgendwie für alle diese Autos. Ich finde die alle irgendwie geil. Besonders die alten Mustangs hier. Wir haben auch gleich mal 2 zur Auswahl. 69er Mustang Boss 302, knallorange. Oder hier ein Mustang GT Coupé. Finde ich nicht ganz so schick. Da gefällt mir doch hier der Mustang Boss schon ein bisschen besser, sieht aggressiver aus, sieht schneller aus einfach. Der sieht ein bisschen gemütlicher aus, so, ja, so ein bisschen zum Cruisen, aber der hier hat es richtig faustdick hinter den Ohren. Zur Auswahl haben wir auch noch hier Chevrolet Camaro Supersport Coupé, aber
Wie schon gesagt, mein Herz schlägt dann doch hier eher für den aggressiven Mustang, mit dem werden wir das erste Rennen fahren. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, diese Fahrzeuge hier individuell noch zu tunen, dort entsprechend diese Design anzupassen. Stammen von anderen Spielern aus der dynamischen Lackierer-Community. Sie können eins davon jederzeit auf ihren Wagen anwenden. Ich glaube, die Bezeichnung habe ich schon bemerkt bei Forza 6, die dynamische Lackierer-Community. Das ist sehr witzig auf jeden Fall übersetzt. Na gut, wir gucken mal, was an Standardfarben zur Auswahl steht. Einmal dieses schöne knallige Orange. Ich weiß gar nicht, wie die Farbbezeichnung davon ist. Ein etwas ausgewaschenes Gelb oder eben dieses Blau mit Schwarz. Ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach mal bei der schönen aggressiven, naja, was heißt aggressiver, aber schön knalligen Farbe. Mut zur Farbe auf jeden Fall. So. Ja, also der Ford GT, der ist streng limitiert, habe ich ja gerade gesagt. Möchten Sie jetzt mit diesem Auto bei Ihrem ersten Rennen an den Start gehen? Ja, möchte ich. Die ersten sollen dann schon Ende dieses Jahres wahrscheinlich ausgeliefert werden. Da sind wir mal gespannt. Ihre erste Veranstaltung findet am geschichtsträchtigen Sebring International Raceway statt, auf dem bereits seit 1950 Rennen ausgetragen werden. Der auf einem alten Flugplatz aus dem Zweiten Weltkrieg errichtete Sebring ist für seinen holprigen, unebenen Belag berüchtigt. Mhm. An sich mag ich den Ford GT schon ganz gerne. Das Einzige, was mir missfällt, ist das Heck. Seit ich dieses Meme gesehen habe mit diesem Schweinchen von Angry Birds, ist es leider vorbei mit dem Heck. Ist nichts mehr zu retten. Aber sonst, was ist wahrscheinlich auch ein sehr schnelles Fahrzeug. V6 B-Turbo. So hat es ein bisschen geruckelt. Ihr primäres Ziel ist es, mindestens den 6. Platz zu belegen. Wenn Sie das schaffen, haben Sie die Veranstaltung abgeschlossen. Um mehr Punkte zu bekommen, müssen Sie die Bonusziele erfüllen. Überprüfen Sie Ihre Ziele und wählen Sie Start, um zu beginnen. Ja, vor allem wahrscheinlich ein Auto, was extrem auf Angriff getrimmt ist, der... Oh, die Frau redet aber auch ständig. Aber auch, um Bonusziele zu erfüllen. Wenn Sie auf Fahrhilfe verzichten, ist Ihr Wagen schwerer unter Kontrolle zu halten. Aber danke, Sie erhalten danke. Nach dem Rennen auch eine größere Anzahl Rennpunkte. Also wir machen mal, soweit es geht, alles Mögliche aus. Bei der Lenkung bleibe ich mal lieber bei normal. Das ist, denke ich mal, im Gamepad ein bisschen cleverer. Kann ich ja später nochmal ausprobieren, wie die Unterschiede so sind beim Gamepad-Fahren. Traktion und Stabilität machen wir auch mal aus. Schaltung machen wir mal Handschaltung mit Controller, aber ohne Kupplung ist es dann doch ein bisschen zu heiß. Reifenverschleiß und so weiter auch. Rückspulen würde ich sagen, wäre schon gut, das anzulassen. Man kriegt zwar 10% nochmal drauf, aber ich würde sagen, erstmal lassen wir es an. Wenn wir soweit gut durchkommen, können wir es auch noch anpassen. Ja, das Ding wird natürlich extrem auf Angriff gebürstet. Der Urenkel hier, neue Mustang, der Shelby GT 350R, der kommt ja auch mit so Raffinessen wie Carbonfelgen und so einem ganzen Kram. Und elektromagnetischem Fahrwerk und sowas. Sowas, was auch Ferrari macht, das ist in solchen Autos schon drin. Also die haben auf jeden Fall eine Menge Technik und da wird auch eine Menge Technik in diesem Ford GT sein. Und dieses Motorkonzept kommt natürlich auch, weil sie mit dem, mit dem Rennwagen in der... Sie den Driver-Tar-Schwierigkeitsgrad exakt so einstellen, wie Sie möchten. Bei einem höheren Schwierigkeitsgrad erhalten Sie auch mehr Rennpunkte. Wenn Sie eine geringere Schwierigkeit wählen, wird dieser Bonus entsprechend kleiner. Dafür ja, diese können Sie auch leichter gewinnen. Texte müssen wir uns leider einmal immer anhören. Kann man auch nicht wegklicken oder so. Ja, weil der Rennwagen ja auch in der FIA WEC zum Beispiel, der hat ja eben auch vom Reglement hier diesen Motor und in Le Mans haben sie das Ding ja auch nach Hause geholt. Einige sagen, weil die Balance of Performance gerade günstig stand für diese Fahrzeuge. Andererseits sind sie natürlich schon deutlich kompromissloser gebaut als die restlichen Sportwagen in der GTE-Klasse da. Der Corvette ist natürlich auch ein reinrissiger Sportwagen, aber der Ford GT ist schon eigentlich nur dafür gebaut, eigentlich auch ein Rennwagen zu sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Straßenversion vom Ford GT das Abfallprodukt davon ist, aber der Gedanke ist schon deutlich beim Motorsport angesiedelt. So, solange hier wirklich viele Autos sind, bricht die Framerate auch ein bisschen ein. Ich schätze mal, wir sind gerade so in dem Bereich unter 40 gefallen. Wir müssen dann auch mal natürlich nochmal in die Grafikeinstellung gucken, nochmal ins Menü schauen, was wir dort alles machen können. Das werden wir dann nach dem Rennen nochmal machen. Für all diejenigen, die das nochmal interessiert. Ja, natürlich muss man in diesem Zuge, wenn man über dieses Forza Apex spricht, auch über Windows 10 sprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen noch viele von euch gibt, die das Update noch nicht gemacht haben. Und es vielleicht auch nicht machen wollen, vielleicht noch überlegen, damit noch ein bisschen hadern. Ich glaube, der
die Möglichkeit. Oh, der hat uns ein bisschen abgeschoben, der Typ da. Das ist natürlich ein bisschen gemein. Muss ich ein bisschen mehr aufpassen hier, mitten im Getümmel. Ja, das ist, glaube ich, schon zu spät. Ich glaube, die Möglichkeit, es kostenlos zu updaten, die läuft jetzt bald aus oder ist sogar schon abgelaufen. Ich weiß gar nicht genau. Oder bis 7. August oder so, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall die Info, wenn ihr die nochmal sucht, ich trage das nochmal in der Videobeschreibung nach. Da könnt ihr dann nochmal schauen, wann das kostenlose Windows 10 Update nicht mehr möglich ist. Und so, vorsichtig anbremsen. Die Driver-Tare sind hier auch am Start. Also das System wurde aus den Forza-Spielen von der Xbox übernommen. Das heißt, jeder Spieler hat ein eigenes virtuelles Server-Abbild, den sogenannten Driver-Tar, der so ein paar Fahreigenschaften, Charakteristiken in der Cloud speichert und eben bei anderen Spielern taucht dann dieser Driver-Tar auf und fährt dort Rennen. Ja, der Mustang hat einen ganz schönen... ist ganz ein bisschen schwerfällig. Zwei Runden haben wir Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall noch gute Überholmanöver. Wir müssen mindestens auf den 6. Platz fahren. Besser wäre es aber, wenn wir wirklich gewinnen würden. Und wir brauchen eben auch zur Zielerfüllung ein paar saubere Überholmanöver. Das heißt, boah, der blockt aber auch. Die fahren gut. Die fahren auf jeden Fall gut. Ich habe auch die Schwierigkeit erstmal so gewählt, dass wir schon ein bisschen zu knabbern haben. Das soll nicht zu langweilig werden, dass wir ständig nur nach vorne fahren. Also ich will auch schon ein bisschen dafür arbeiten, hier weit vorne zu landen. Wir müssen nicht um jeden Preis hier jetzt alle Rennen gewinnen. Dafür bin ich sicherlich auch mit dem Controller noch nicht erfahren genug bei Forza. Ja, ich hab's auf dem PC, auf der Xbox One mit dem Thrustmaster Lenkrad echt nicht gut gefunden. Also, es ist eine ziemliche Umstellung. So, ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal hier ein Überholmanöver gut geschrieben bekommen. Immer noch nicht, leider. Aber das wird, glaube ich, nichts. Ne, da bin ich ein bisschen zu spät gewesen, beziehungsweise mit zu viel Schwung hier in diese langgezogene Kurve gegangen. Da muss ich doch ein bisschen vorsichtiger werden. Der vorne da, der auf Platz 6 mit dem Mustang GT Coupé, der hat sich auch ein bisschen verschätzt. So, hier ein bisschen mehr vorsichtig die Bremse anzitscheln. Nochmal runterschalten und dann kommen wir gerade so mit gut Schwung auch nochmal durch die Kurve. Alles klar, Platz 6 haben wir. Ich denke mal, aufs Podium zu fahren wird schwierig. Also mit dem Lenkrad auf der Xbox One hattest du ein ständiges Gefühl von Untersteuern. Wenn man halt vom PC kommt, von den PC-Simulationen, so ein bisschen eher Race Room etc., dann ist das vom Fahrgefühl, finde ich, einfach nicht, ja, nicht passend genug, nicht gut genug, nicht natürlich genug. Es ist einfach... es fühlt sich nach einem ständigen Untersteuern einfach irgendwie an. Ich habe da nie die richtigen Settings hinbekommen. Ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte, aber es ist einfach nicht meins. Und ich habe immer das Gefühl, dass ein Forza viel mehr ausgelegt ist, immer noch für den Controller, auch wenn es natürlich eine Lenkradunterstützung hat, ist es mit dem Controller doch irgendwie intuitiver zu fahren, besser zu fahren. Die Autos lassen sich besser kontrollieren, auch im Drift und so. Beim Anbremsen hast du ein bisschen mehr Gefühl für das, was die Hinterachse macht. Das fehlt beim Lenkrad so ein bisschen. Ja, soweit ich weiß, soll aber Forza Horizon 3 auch Lenkradunterstützung für den PC haben. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ob dann auch zum Beispiel... da sind wir ein bisschen spät auf der Bremse, da geht gerade noch so. Ich bin gespannt, ob dann auch zum Beispiel ein T300... Lenkrad oder ein T500 Lenkrad funktionieren wird, was ja eigentlich für die PlayStation 4 und den PC ist und nicht für die Xbox One. Oder ob eben auch auf dem PC nur die Xbox One kompatiblen Wheels funktionieren, da müssen wir nochmal abwarten. Das sind Fragen, die ich sicherlich spätestens dann von der Gamescom mitbringen kann, halt beantwortet. Oder jemand weiß es schon und schreibt es unten in die Kommentare, das geht natürlich auch. Na gut, konzentrieren wir uns mal hier auf die letzten Kurven. Vielleicht ist doch noch der 3. Platz drin. Da vorne wird ein bisschen geschwächelt. Ich brauche auch noch gute Überholmanöver. Da haben wir schon mal eins.
Aber das wird nicht ganz reichen, glaube ich. An dem noch sauber vorbeifahren. Ah, das war nicht sauber. Theoretisch müssten wir die jetzt nochmal überholen lassen, um diese Überholmanöver noch zu bekommen. Aber das Ziel werden wir trotzdem erreichen. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz die drei Medaillen schaffen. Der Mustang 302 Boss, der 69er, auch nur mit vier Gängen. Typisch für diesen V8-Motor damals. Die meisten Autos mit diesem Motor damals haben vier Gänge. So, die Kurve haben wir jetzt mal deutlich besser hinbekommen. Vielleicht reicht das sogar nochmal. Oh, nee, das war jetzt... Na, bisschen Windschatten nochmal. Nee, es wird nicht reichen für den dritten Platz. Ich hätte es wahrscheinlich sogar schaffen können eben. Mich da am Kurvenausgang ein bisschen besser angestellt hätte, aber hat leider nicht so in sein. So, schauen wir mal. Ja, das war jetzt... Also eine haben wir. Für das Rennen an sich vielleicht nochmal. Ja, wir kriegen nochmal was, aber es reicht nur für zwei Medaillen leider. Beim ersten Versuch hier. Da haben wir nochmal den Firebird Trans M freigeschaltet. Ja, also wir... Die Veranstaltung ist abgeschlossen. Wir können auf jeden Fall... der Name ist vollkommen dämlich hier. Satsuma Tinte 33. Das ist der automatische Name, der einem gegeben wird. vom Xbox Live. Ich habe ja eigentlich noch den anderen Xbox-Account. Halt Michel P1 TV. Aber ich habe halt keine Möglichkeit gefunden, leider, um hier den Spielstand zurückzusetzen. Also ich habe da echt nachgesucht. Habe auch die Tastenkombination versucht, die auf der Xbox One ja funktioniert. Dass man ein Profil löschen kann. Da muss man dann nämlich die RT-Taste, LB und LT, RB gedrückt halten und dann irgendwie Y drücken. Da kann man ja den Spielstand zurücksetzen. Das hat hier leider nicht funktioniert. Ja, das war unser erstes Rennen. Die Einführung haben wir auch gesehen. Dann gucken wir auf jeden Fall nochmal jetzt in dieser Folge in die Einstellungsmöglichkeiten. Also wir haben die Möglichkeit hier bei den Videooptionen, das ist das, was er automatisch jetzt gemacht hat. Das, was ich schon mal machen werde, ist auf jeden Fall... Genau, ich guck mal ganz kurz, also dynamische Optimierung machen wir mal aus. Wir machen das mal auf individuell. Und dann hast du nämlich die Möglichkeit, öffnet sich das Menü, dann kannst du hier wirklich alles filigran einzeln einstellen. Die Auflösung soll schon ruhig auf Full HD bleiben. Dann müssen wir mal gucken. Performance-Ziel. Da kann man nämlich dann auch das V-Sync im Prinzip ausschalten, was ganz gerne mal auch für Ruckler sorgt, ja. Wie da eben schon steht... Wenn du halt das V-Sync ausmachst, hast du eine höhere Chance auch für Tearing. Das heißt, dass die einzelnen, sag ich mal, Linien, die einzelnen Pixellinien auf dem Bildschirm, dass die nicht ganz zueinander passen. Aber da muss jeder selber gucken, wie es bei ihm läuft. Ich mache das V-Sync jetzt mal aus. Ja, wir versuchen es auch mal mit anisotroper Filterung auf vierfach. Schattenqualität würde ich sagen, würde mittel wahrscheinlich ausreichen. Das ist auch eine Sache, die immer relativ viel Performance einem frisst. Partikelauflösung machen wir mal auf halb. Ja, wir haben nicht mehr das High-End-System, deswegen gehen wir mal so auf mittlere Einstellungen bis hohe Einstellungen. Autotexturen können ruhig hoch sein. Das ist mir schon ganz wichtig, dass das schick aussieht. Automodelle, Autotexturen alles auf hoch. Partikel, Effekte, Qualität auf mittel. Schärfentiefe kann ruhig an sein. Das ist bei Forza ganz hübsch gemacht. MSAA. Blendfleckenqualität, was ist damit gemeint? Die Qualität der Lensflare-Effekte durch die Sonne. Ja, kann man auch mal mitnehmen. Ist nichts Kriegsentscheidendes. Die Reflexion auf der Windschutzscheibe kann auch ruhig auf Mittelstreckentexturqualität, kann ruhig auf hoch. Das wird zumindest die wichtigsten Sachen. So, Reflexion können ruhig auf Mittel. So, das alles mal fest ist. Dann müssen wir mal schauen, wie das Forza 6 Apex dann läuft. Ja, beim HUD haben wir verschiedene Möglichkeiten, das noch anzupassen. Die Karte, ob sie sich dreht, das gibt es soweit alles auch bei Forza Motorsport 6. Ja, die Namen über den Autos mache ich mal aus. Ich finde, das nimmt immer so ein bisschen Atmosphäre weg. Tacho lasse ich auf analog. Okay. Audio haben wir auch die Möglichkeit, eben die Musik im Rennen noch abzuschalten. Leider kann man hier den Regler nicht einstellen. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Musik im Rennen anhaben wollt oder ob ihr sie aushaben wollt. Mir ist jetzt eigentlich erstmal relativ egal. Das überlasse ich dann einfach mal euch. Ja, Untertitel obwohl sind eigentlich immer an. Na egal. So, das speichern wir erstmal alles so ab. Ja, ansonsten habt ihr eben die Möglichkeit, hier die Tour zu verfolgen. Ihr habt auch die Möglichkeit, ein freies Spiel zu machen. Ihr könnt euch nochmal eure Fahrerstatistiken anschauen.
Ihr könnt verschiedene Medaillen sammeln, ihr könnt Aufzeichnungen machen, ihr könnt natürlich auch wieder im Fotomodus, den kann ich gerne auch nochmal zeigen, könnt ihr natürlich auch Bilder abspeichern. Hier hat man auch die Möglichkeit, den Homespace zu ändern. Da gibt es nämlich diese wunderschöne Berglandschaft im Hintergrund hier mit dieser Terrasse in so, ja, im Bereich von Rio, glaube ich, ist das, oder eben diese kleine Garage. Ja, und ansonsten habt ihr eben die Möglichkeit, hier auch Forza Vista-Modus eure Autos wirklich detailliert anzuschauen, euch reinzusetzen. Das ist alles ganz, ganz toll gemacht. Da wurde an viele Details wurde da gedacht. Witziger Funfact, als sie mit DLC den Focus RS, den neuen, reingebracht haben, da konnte man auf dem Lenkrad noch Focus ST in Schriftzug sehen. Also da war das ST-Logo hier noch unten im Lenkrad eingelassen. Ich weiß gar nicht, ob sie es mittlerweile schon gefixt haben. Aber das, so kann man auch den Motor mal anmachen. Und da schön den V8 genießen. Bei der noch von mir aus noch ein bisschen durchdringender, noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen satter sein könnte. Der klingt ein kleines bisschen künstlich, als wenn man so ein Soundmodul unter das Auto geschraubt hat. Aber das kriegt ich auf hohem Niveau, ne? Ja, hier kann man sich umschauen. Man kann auch bei einigen Autos tatsächlich die Motorhaube aufmachen. Das gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Ja, hier kann man nur die Lichter anmachen, glaube ich. Genau, hier kann man die Lampen anmachen. Hier kann man sich noch einen Text erzählen lassen von der Forza-Tante, aber die haben wir heute, glaube ich, schon genug gehört, ne? Motorhaube geht hier leider nicht auf, aber mal gucken. Kofferraum, leider auch nicht. Da ist die Forza-Tante, glaube ich. Ne, das ist die Information über die Fahrzeuglänge, Fahrzeughöhe und so. Fahrzeugbreite, also wenn einen da nochmal ein Fahrzeug interessiert, dann kann man da auch, was ist das? Ah ja. Da sind die eigenen Werte, die man quasi mit diesem Auto gefahren ist. Schnellste Geschwindigkeit und sowas. Ja, sehr gut. Nachrichtenzentrale, haben wir hier noch irgendwas? Nachrichtenzentrale hält sie immer über das Neueste von Forza Motorsport auf dem Laufenden. Genau, mal gucken. Nee. Ja, also ich bin mal sehr gespannt, ob sie dann auch noch Forza Motorsport 6 als volles Programm auf den PC bringen. Das wäre natürlich auch ganz cool. Aber schon mal echt eine gute Sache, dass es wirklich komplett kostenlos ist. Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit, aber sie wollten einfach mal so ein bisschen das Interesse abchecken und generell schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln, einfach mit der technischen Machbarkeit und dem System an sich. Ja, in diesem Sinne werden wir beim nächsten Mal mit der Tour weitermachen. Da gibt es dann einmal ein Rennen mit den Super Street Heroes. Da haben wir unter anderem wahrscheinlich dann Subaru zur Auswahl. So ein bisschen in die Hot-Hatch-Richtung, so das, was ich ja auch sehr gerne mag. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Like da und ein Abo. Und bis denn, tschüss.